Ja, in der ersten Halbzeit hatten wir Glück, auf jeden Fall. Wir hatten auch ein anderes System gespielt als sonst. Und ja, in der zweiten Halbzeit waren wir ganz klar überlegen, hätten die Tore machen müssen. Vielleicht durch die drei Riesen von SCC in der ersten Halbzeit. Und unsere Chancen, ist es ein Unentschieden verdient. Also für uns ist das vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben weiterhin den Abstand gehalten auf 3 Punkte. Und ich denke, aufgrund der Chancen beidseitig, wir mehr erste Halbzeit, Gato eher zweite Halbzeit, ist das schon in Ordnung so. Und wie gesagt, wir können sehr gut damit leben. Gerade auch, da wir einige Ausfälle jetzt noch kurzfristig zu verkraften hatten. Ja, es ist immer so ein Spitzenspiel, dass viel geschrien wird, der Zweikämpfe hart geführt werden. Von daher ist es normal gewesen. Die rote Karte habe ich nicht gesehen, kann ich nicht zu sagen, aber sonst war es extrem fair. Also ich sage, die gelb-rote kann man geben, in der Masse einfach, aber, jetzt kommt das Aber, muss man dann auch auf der anderen Seite geben. Ja, da war auch ein Spieler, sage ich mal, der auch nach der gelben Karte noch einige Male zugelangt hat. Und wenn man beide runterschickt, ist alles in Ordnung. Wir wollen alles gewinnen, wir haben jetzt ein schweres Spiel am Sonntag in Spandau. Und wir wollen jedes Spiel gewinnen und am Ende zählen einfach die Punkte und auch das Torverhältnis. Ja, also wir haben weiterhin diesen 3-Punkte-Abstand. Wir haben zwar auch noch sehr gute Gegner auf uns zukommen mit Frohnau und mit Wilmersdorf, aber ich denke, ja, das war jetzt hier heute ein Schlüsselspiel und sehr, sehr wichtig für uns, dass wir das so beibehalten haben, die Differenz gleich geblieben ist.